Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und ihr seht schon, hier ist einiges los auf dem Marktplatz von Valant, auf dem großen Zwergenhof sozusagen, hier auf dem großen Platz. Ja, da hinten ist anscheinend ein neues Restaurant entstanden. Das könnte das vom ihr wisst schon, Elysion sein. Denn er hat ja gesagt, er wollte eine Filiale seiner himmlischen Backereien hier irgendwie unterbringen. Da gucken wir gleich mal hin. Und ja, auch sonst ist hier relativ viel los. Ich bin hier gerade bei, so die oberen Wohnbereiche so ein bisschen auszubauen. Ich habe ganz schön viel Holz dabei. So viel werden wir erstmal gar nicht brauchen, ne? So viel werden wir erstmal gar nicht brauchen. Ich habe hier hinten schon mal angefangen. Kleiner Huster, schneit natürlich hinterher raus, klar, ne? Hier hinten die Rückwand sozusagen einzusetzen und hier die Treppen schon mal anzubauen. Und hier oben geht es anscheinend auch schon in die Bäckerei. Da gucken wir von unten gleich mal. Da werden wir gleich mal von unten gucken, wie das Ganze aussieht. Ach so, ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Von hier kann man nämlich schon mal lunsen. Ich renne jetzt hier immer hin und her. Ja, kann man schon mal lunsen, was da hinten entstanden ist bei dem Turm. Zu dem Besuch mit dem Kumpel muss ich noch was sagen. Ich muss noch was sagen zu Illusions Bäckereien und noch einige andere Sachen. Ach, guck mal, da kann man nicht die Kuppel schon sehr schön sehen. Else? Was macht denn die da oben? Das ist aber sehr gefährlich, Else, was du da machst. Jetzt ist er schon aufgestiegen, ne? So Hohepriesterin sozusagen. Und, oh Mann. Ja, die Kuppel kann man von hier schon ein bisschen erspähen. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber jetzt einmal wichtig, dass ich mich mal um Else kümmere, dass die wieder zurückgeht. Wie ist die überhaupt hier hochgekommen? Das ist doch alles gesperrtes Gebiet hier. Ich meine, hier klar die Treppen, wenn sie erstmal auf die obere Ebene kommt. Wahrscheinlich die Leitern hochgeklettert. Else, das ist gerade nicht so gut, was du da machst. Ich komme mal von der anderen Seite. Du darfst hier nicht auf der Baustelle so rumrennen. Ja, ich will dich nicht bevormunden. Verdammt nochmal. Ja. Von hier sieht man die Kuppel auch schon sehr schön. Da ist jetzt das Dach drauf gekommen. Hier noch mit so einem roten Zierstreifen sozusagen. Geh mal lieber runter. Oh Gott. Das ist sehr gefährlich, was du hier machst. Das darf man nur als Bürgermeister und als Held sozusagen des 3M-Landes. Oh ja. Sie macht sowieso, was sie will. Sie macht sowieso, was ich will, ist das, was ich will. Sie macht sowieso, was sie will, ist das, was sie will. Naja, gut, okay. Und sie macht meist das, was sie will. Also lass sie da oben rumtornen, der passiert schon nichts. Sie ist relativ höhenfest. So, jetzt schauen wir mal. Elysions Backwaren. Ach so, ja, ich musste noch was, wollte noch was erzählen zu, warum jetzt am Wochenende der Besuch mit dem Kumpel von Studio Winter nicht zustande gekommen ist, lach an mir. Das Leben ist mal wieder so ein bisschen unfair und wirr zu mir. Und momentan passieren so viele nicht so schöne Sachen, dass es da... Oh Gott, die macht mich wahnsinnig. Dass es da jetzt dazu kommt, dass es vielleicht ein paar weniger Folgen kommen in nächster Zeit. So ein paar... Das Schicksal hat mal wieder ein bisschen zugeschlagen und ihr kennt das ja. Naja... Kennt er vielleicht. Bestimmt kennt das jeder von euch. Dass es manchmal, ja, sich so eine Zeit nimmt, wo es einfach ein paar Mal hintereinander einfach so ein bisschen zuschlägt. Aber nichtsdestotrotz geht es hier natürlich weiter. Hier gibt es Katzen, hier gibt es Dorfbewohner, hier gibt es eine neue Glocke und hier gibt es Elysions Backwaren. Eine Edelkonditorei. Ui, hier ist auch richtig was los. Da steht da drauf, ihr Valander, ne? Ihr Hundsgraber Valander-Volk. Da stehen sie drauf und guck mal, wie edel das hier eingerichtet ist. Oh, die Decke ist auch schön. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ja, doch. Hier alles hinter Glas. Die Backwaren, die im Angebot sind. Hier gibt es die teuren Torten. Die berühmte Torte. Ne? Kekse. Natürlich alles zu Preisen, die ich mir selbst als Bürgermeister... Da wird mir schon schwindelig. Wir gehen aber mal in die Bereiche, wo sonst eigentlich kein Kunde reinkommt. Nämlich hier nach oben. Und hier gibt es einen Treppenschacht, der gefällt mir auch sehr gut. Mit den neuen Klappen. Für sowas kann man die natürlich sehr gut nutzen. Kürbisse. Ach, hier sind die ganzen Zutaten. Kürbisse, Kakao, Zucker und Weizen.
Und eine Kuh haben sie natürlich auch. Das ist gut. Wenn wir mal Milch brauchen, wissen wir jetzt, wo die nächste Kuh steht. Hier der gute Ofen. Ein Original Ofen aus zwei Brücken wahrscheinlich. Hier Hühner gibt's auch direkt. Die legen auch direkt Eier. Oh, ich hoffe, da kommen nicht wieder irgendwelche Demonstranten wegen Massentierhaltung oder Käfighaltung. Heieieiei. Aber es sind, das sind glückliche Hühner. Ich habe sie eben die ganze Zeit lachen hören. Ja, Elysians Backwaren. Sehr schön, dass dein Laden hier... ist der schon eröffnet? Habe ich jetzt gleich drauf geachtet. Ob da schon die Lampe an ist, für dass der Laden eröffnet ist? Ah, also dafür... Na, ich denke mal, vielleicht dauert es noch ein offizielles Opening sozusagen. Ist, glaube ich, noch nicht, oder? Die Lampe ist noch aus. Das heißt, der Laden ist noch gar nicht eröffnet und die Kunden stehen, rennen schon die Tür ein. Das hat einiges zu bedeuten. Else, hör mal auf. Oh Gott. Hör doch mal auf damit. Ja, wir gehen mal zum Lager zurück. Beziehungsweise könnte ich euch ja erstmal den Turm zeigen. Den Turm. Wir gehen mal zur Feuerwerksmanufaktur, die ja hier ist. Der Laden ist auch noch nicht eröffnet. Kunterbunte Feuerwerksladen. Ah, so. Hier haben wir eine Kiste. Hier haben wir ganz... Ja, viel Farbstoff haben wir nicht gerade. Wir müssen wahrscheinlich noch welche machen. Ich wollte noch mal eine Rakete machen. Eine. Die ein bisschen mehr Dampf hat. Warte mal. Eine Rakete mit ein bisschen mehr Dampf wollte ich noch machen. So, machen wir mal den hier. Da machen wir mal 1, 2, 3. Dass da richtig eine fette Explosion gibt. Ach warte, wir brauchen noch einen Treibkörper. Ach, wir haben kein Schwarzpulver mehr. Ist natürlich im Schwarzpulverschrank. Pass auf, ja, wir machen das mal. Uah. Dieser Schwarzpulverschrank ist ziemlich gefährlich. 1, 2, 3. So, Tür wieder zu. Pulverschrank, ne? Gefährlich, gefährlich. Eins brauchen wir davon nur. Und hier brauchen wir mal 1, 2, 3 von. Das heißt, ich würde sie sogar nur mit Zweien antreiben, damit die nicht ganz so hoch fliegt. Hier oben aber drei Kugeln hinmachen und so. Dann haben wir nicht eine Rakete. Aber wir können die auch mit mehreren Farben machen. Das ist sehr cool. Drei Raketen mit Flugkraft 2 und drei Kugeln mit Orange. Okay. Das gibt eine riesen orange Explosion. Wahrscheinlich. Von außen sind jetzt hier so Kürbisse, die hier innen als Beleuchtung gelten. Wow. Und erschreckt euch nicht, es wird gleich ziemlich dunkel werden hier unten. Hier sind nämlich auch indirekt Kürbisse verbaut. Ich weiß nicht, ob wir die sogar rausnehmen können, wenn wir jetzt da unten die Lampen haben, aber ich denke mal, dunkel genug ist es. So sieht die Halle jetzt von innen aus. Da habe ich diese Säulen hingemacht, wie versprochen. Und nach oben hin sieht das so aus, ne? Und hier die Technik habe ich noch nicht ganz bearbeitet, das müssen wir dann noch zusammen machen. Hier unter sind auch Kürbisse, das heißt ein Kürbis, der Rest ist Zierde, der so ein bisschen dafür sorgt, ja, dass es hier dunkel genug ist, ne? Also hell genug, damit hier keine Monster spawnen. Hier unten könnten immer noch Monster spawnen, ja. Da müssen wir mal eine Fackel hinsetzen. Ja, Fackel und Schwarzpulver, das ist genau das Richtige jetzt. Ich habe schon ein bisschen Schwarzpulver zusammengesammelt. Aber falls jemand von den 3M dann auch Schwarzpulver in der Tasche hat, hier sind 5 kleine noch drin. Da packen wir jetzt mal die 3 großen rein. Dann werden wir es nämlich gleich mal ausprobieren, wie das aussieht. Falls die 3M dann auch Schwarzpulver über haben, ich wäre da gerne bereit, ihnen das abzunehmen. Ich werfe mal auf Kuh. Also wäre nett, wenn er mir da was vorbeibringt, damit hier noch ein bisschen rumexperimentieren kann. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie weit wir jetzt gerade sind. So, Achtung. Rakete fliegt. Ja, die fliegt recht langsam. Hä? Warum ist die jetzt nicht explodiert? Bitte? Ist die aus der Halle rausgeflogen? Möglich, ne? Das wäre natürlich ein Ding. Wir machen noch einen Versuch. Das ist der erste Versuch, wo es nicht klappt. Rakete fliegt nicht. Ach, ich hab die rausgenommen, ich Idiot. Ach, ja, so ist das. So, jetzt nochmal. Achtung. Obacht. Rakete fliegt.
Ja, die geht schön gerade hoch. Oh. Ja. War das jetzt eine Dreier? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Das war eine Dreier. Okay. Bisher ist es so, dass man die immer noch wieder runternehmen muss. Okay, wir müssen auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Kuh. Eine haben wir ja noch. Die fliegt auch schön gerade hoch. Bisschen schräg. Ah ja. Recht hoch, ne? Also recht hoch unter die Kuppel. Das heißt, mit Antrieb 2 funktioniert das ganz gut. Oh, ich tue mir da jedes Mal weh. Ich packe mal die anderen hier wieder rein. Wir werden noch mal ein paar andere Kugeln machen, um zu testen, wie das sich denn so auswirkt, das Ganze. Also die explodieren schon ganz schön unter der Kuppel, würde ich sagen. Das passt schon mal. Wir werden noch mal ein paar Farbstoffe holen aus dem Lager, um das noch mal genauer auszuprobieren. Ich gehe mal zur anderen Seite raus, damit er das Gebäude noch mal von außen... Oh. Ja, Creeper. Ich muss mir unbedingt mal einen Bogen einstecken. Verschwinde, du! Spreng bloß nicht den Delfin da hinten in die Luft. So, einmal noch. Ohne, dass er explodiert möglichst. Okay, wir haben ihn erledigt. Und ich denke mal, wir haben das Schwarzpulver auch eingesammelt. Ja, haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Ach, das Gerüst können wir mal wegnehmen. Das Gerüst können wir mal wegnehmen. Jetzt ploppt das so weg. Ich hoffe, da fallen nicht allzu viele Gerüstteile jetzt auf die... Oh Gott. Liegt jetzt hier alles rum. Auf die kleinen Außenfassaden drauf und so. Ei. So, alles mitnehmen, nicht vergessen. So, jetzt nehmen wir mal hier eins der Boote, die hier liegen. Das ist ganz angenehm, dass jetzt hier langsam überall Boote liegen, weil ich einfach immer wieder ein neues Boot baue und dann, hallo Delfino, also Delfin. So sieht das Ganze von außen jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Ich fahre nochmal ein bisschen weiter zurück. Moment, so. So sieht das Ganze von außen aus. Und von innen habt ihr das ja gerade gesehen. Jetzt fehlt nur noch die richtige Einstellung und die richtigen Feuerwerkseffekte, sage ich mal. Dann passt das auch alles. Und dann sind wir mit der Halle nämlich auch schon fertig. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen mit den Effekten rumexperimentieren. Hier steht eine Kiste. Okay, wartet mal. Ich räume mal erstmal die Taschen leer machen. Das brauchen wir nämlich alles hier nicht mehr. Zack, zack, zack. Das kann alles immer weg. Steine brauchen wir jetzt wieder, wenn wir an dem Platz weiterbauen. So. Ja, und hier habe ich tatsächlich einen Lehmblock. So. Moment mal. Wir haben hier eine Kiste stehen. Gucken wir mal, wer da anruft. Hey ho, Zeron. Hey ho, let's go, sage ich da nur, lieber Logan. Das Piratenstift der Schiff der Stüpperbarts hat in Hunsgrab angelegt. Grüße, Logan von Blaubart. Ja. Das ist ja interessant. Das Piratenschiff der Stüpperbarts hat angelegt. Ja, da würde ich sagen, da müssen wir mal hingucken, ne? Das müssen wir uns erstmal angucken. Ich pack mal, Kiste aufgemacht, nebenbei. Die Kiste kommt natürlich weg. Zack. Die packen wir jetzt dahin, wo die Kisten kommen. Nämlich dahin. Da haben wir jetzt auch schon 4. Ich würde sagen, wir packen das Schwarzpulver mal hier hin. In die Elektrokiste das Schwarzpulver rein. Ist ja am besten. Wir haben hier noch Farben, aber wir gehen erstmal nach diesem Piratenschiff gucken. Gott, so viel Neues, was hier in Hunsgrab passiert, ist echt Wahnsinn. Also wie schon gesagt, wundert euch nicht, wenn vielleicht jetzt mal ein, zwei Tage keine Folge kommt. Das ist dem aktuellen Durcheinander in meinem Leben gewidmet. Aber es wird auch wieder andere Zeiten geben, denke ich. So, Freunde, wir machen uns auf den Weg. Hier quer durch Hunsgrab. Das Buch nehmen wir mit. Das können wir den Stüpperbarts vielleicht zeigen. Ich weiß nicht. Der Logan wird ja mit Sicherheit mit denen auch geredet haben. Die werden sich auch bei ihnen, hoffe ich doch mal, in Form von Gold und Diamanten und so bei ihm bedankt haben. Ich weiß nicht, wie die, wie das unter den Piratenfamilien so gehandhabt wird. Hallo, hallo. Der bunte Hund ist immer noch gesund, wie es aussieht. Etliche Fischer und noch keine Fischerhütte, ne? Oh, ist nach oben los. Hier wird aber bewacht. Warum habt ihr den Zugang hier so dicht gemacht? Uiuiui, darf keiner durch. Darf keiner durch. Die haben da komplett zugemacht, die eisernen Kerle.
und lassen da keinen rein. Och, die Schmiede, ist alles voller eiserner Kerle, mein Gott. Müssen wir mal sammeln. Guten Tag. Ah, ich sehe schon, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Wir gehen mal runter. Nein, nicht bei den Stöberbads durch die gute Stube, natürlich nicht, ne? Oh ja, hier sind auch schon ein Mann aus Valland. Hier bei den Stöberbads. Oh ja, ja. Oh, die ganze Familie ist schon da. Hallo, Familie Stöberbad. Ihr seid alle angekommen, jetzt wahrscheinlich mit dem Schiff, ne? Alle mit dem Schiff angekommen. Also, wer das noch nicht weiß, Stöberbads, da guckt mal zur Folge 2051. Da könnt ihr nämlich sehen, wie das hier mit den Stöberbads alles so angefangen hat und was das hier mit diesem schönen Haus auf sich hat, der Stöberbads. Wir haben hier, dadurch, dass wir das Haus gebaut haben, guck gerade im Schrank, natürlich freies Verbleibungsrecht sozusagen. Oh, die haben sogar ihren eigenen eisernen Kerl, der aufs Aquarium aufpasst, auf den Kugelfisch. Hihi. die sind auf jeden Fall jetzt alle da, die Stöberbads. Das ist sehr schön. Da hängen auch die Piratenfahnen. Und wir gucken uns jetzt aber mal ihr Schiff an, mit dem der Rest der Familie dann sozusagen hier angereist ist. Ist keine Tür drinne. Achso, das ist der Balkon. Oh Gott. Ja. Gut, alles klar. Gehen wir mal da runter. Hier durch die gute Stube und Küche. Während der das Familienoberhaupt sozusagen ja hier ist, ne, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Ja, der ist doch schon recht erfahren in dem, was er tut. Ein Schiff ist angekommen. Ein Schiff ist angekommen. Wir bräuchten jetzt eigentlich ein Boot. Da gehen wir am besten mal hier hin zu den, zu den Seenotrettungsdienst und leihen uns beim Seenotrettungsdienst einfach mal ein Boot. Ist ja kein Problem. Zack. Hier ist auch noch einiges los. Oh, jetzt schon Goldmedaille errungen. Hallo, 00 Ingolinde. Wir nehmen mal das Boot hier, um rüber zu fahren zum Schiff der Stöberbads. Was ja vom Logan hierher gebracht wurde. Genau. Von einem anderen Pirat. Unter dem Kommando von Kapitän Logan von Blaubart. Nicht, dass ich wieder Blautan sage, ne? Das wäre ganz fatal. Und schaut mal, wir können ja erstmal ein bisschen rumfahren um das ganze Boot. Ein wenig herumfahren. Im Dienste des Seenotrettungsdienstes können wir auch hier ein bisschen die Küste ein bisschen abgrasen. Schaut mal. Ist es nicht schön? Ja, ist es. Es ist wunderschön. Ein Piratenschiff. Hängt da oben auch die Piratenfahne dran? Nee, sehe ich noch nicht. Kommt bestimmt noch. Aber die haben sie jetzt eingezogen, weil sie im Hafen liegen. Und auch die Segel, seht ihr schon, sind jetzt eingezogen. Ganz schön gut bewaffnet das Schiff hier mit ordentlich Kanonen. Wenn die jetzt alle abfeuern, dann war es das mit mir. Aber machen sie natürlich nicht. Weil ich denke mal, die Stöberbads sind uns gut gesonnen. Jetzt gucken wir auch gleich mal hier an Bord sozusagen. Ich fahre mal hier so dicht wie möglich ran an den extra, an die extra runtergelassene Leiter. So. Und hinauf. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Kann er da? Also ist das wohl in Ordnung. Gut. Ein Dreimaster. Ist das ein Dreimaster? Können erstmal auf den Ausguck gehen. Um uns erstmal einen Überblick zu machen. Also man kann ja auch den Ausguck besteigen, was ja schon mal ziemlich genial ist. Und schaut mal, da hat man nämlich eine ganz gute Sicht hier über den Hunsgraber Hafen. Und Logan kann sogar zu seiner Villa rüber gucken, die wir ja da für ihn errichtet haben, ne? Da wächst ganz viel Zuckerrohr. Und da hinten sind Dorfbewohner. Okay, gut, dass ich mir hier draufgegangen bin. Sie kriegt mal erstmal mit, was in Hunsgrab so abgeht überhaupt. Da ist das Haus des Stöberbads. Und wir gehen jetzt runter und gucken uns mal die unteren Laderäume und sowas an. Hier die schönen Säge in schwarz und hellgrau ist das, glaube ich. Oder oh, das war mal weiß und die sind einfach schon, dadurch, dass sie so lange im Betrieb sind, schon so ein bisschen verblichen. Also genutzt werden. Im Betrieb sagt man, glaube ich, bei Segeln nichts. Hier dürfte die Kapitänskajüte sein. Dürfen wir auch mal einen Blick reinwerfen. Wie schon gesagt, von Stöberbads haben wir die vollen Rechte für alles Mögliche gekriegt. Aber eingeschränkte volle Rechte. Sehr schön.
Kapitänskajüte natürlich jetzt keinen Kapitän da, weil die haben wir ja gerade in der Schmiede gesehen. So, hier hinten sind anscheinend die Mannschaftsräume. Alle mit schwarzen Betten. Ich habe auch ein schwarzes Bett. Aber das macht mich noch lange nicht zum Piraten natürlich. Ah, hier die Mannschaftsräume mit den Hängematten, Hängebetten, die hier aufgepanzt wurden. Und hier vorne ein kleiner Laderaum. Sehr schön. Natürlich gerade leer, weil die ja angekommen sind und ihre ganze Ladung erstmal ausgeladen haben. Hier die Kanonen. Ah, es gibt sogar so Sichtschlitze. Es gibt sogar Sichtschlitze für die Kanonen, damit die Matrosen natürlich auch sehen, wo sie hinschießen. Das ist auch ganz wichtig. Na, man guckt hier durch, lädt dann die Kanone und dann puff sozusagen. Hier ist noch Erde. Hier muss mal geputzt werden. So, weg mit der Erde. Gut, ausgezeichnet. Auch gleich sauber gemacht. Naja, da können sie sich ja nicht beschweren. Vielen, vielen Dank, lieber Logan, für dieses schöne Schiff hier im Hafen vom bunten Hund. Das gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal einen besonderen Pfiff, das Ganze. So ein Boot hier im Hafen. Wo geht's denn jetzt wieder runter? Also, vielen, vielen lieben Dank. Hier geht's runter. Wieder zumachen. Uah. Und an Bord des kleinen Schiffes. Das ist wirklich genial. Ein Segelschiff hier vor Anker. Da oben war bei ihm drauf. Stöberbarts haben wir auch besucht. Jetzt fahren wir mal unser Schiff wieder zurück ins Seenotrettungsamt. Was mit den beiden hier oben ist, weiß ich nicht so genau. Die sind anscheinend da bei Logan an der Villa im Gange oder was. Ha, eigenartig. Naja gut, ich fahre erstmal in Land. Man kann sich nicht um alles kümmern als Bürgermeister. Muss man aber. Haha. Hahaha. So, aussteigen. Ja, da bleibt man immer so ein bisschen bappen. Mal gucken, was hier im Seenotrettungsamt so los ist. Mal, Ingo. Na? Ingo? Oh, hier ist was los. Eieieiei. Seid ihr alles noch Quallenkopfler? Köpfler? Ja, ne? Ist denn keiner von euch interessiert daran, auszureisen? Momentan nicht. Ja, der Quallenkopf, da war ja was. Da war ja was. Die Türen sind aber geöffnet hier, ne? Ihr könnt theoretisch ausreisen. Wahrscheinlich zur falschen Seite. So müssen sie sein. Ihr könnt ausreisen, ne? Seid ausreiseberechtigt. Du arbeitest hier, das weiß ich ja. Naja, gut. Machen wir mal alle drei Ausreisetore auf, aber die fühlen sich hier anscheinend ganz wohl. Die fühlen sich hier ganz wohl. Hm. Und hier sammeln sich auch schon wieder die Dorfbewohner. Es ist gerade Mittagszeit, schätze ich mal, dass sie sich gerade alle hier versammeln. Ich gucke jetzt nochmal kurz ins Lager. Aber das mit den eisernen Kerlen ist schon krass, ne? Dass die hier... Hallo, Achtung, stillgestanden. Ich bin der Bürgermeister, ich darf hier durch. Ja. Funktioniert doch. Aber hier ist eigentlich wenig los. Also hier ist eigentlich ruhig. Aber die bewachen hier den kompletten Ausgang. Haben sie dicht gemacht. Na gut. Lassen hier keinen Dorfbewohner hoch. Naja, gut. Okay, bei mir kann jeder mal... Oh, guck mal, was da unten los ist. Oh, hui! Da ist richtig was los. Ich guck nochmal, ob ich hier noch irgendwo Schießpulver habe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube eher nicht. Nee. Kohle haben wir hier noch relativ viel. Aber die will ich jetzt auch hier nicht wegnehmen. Boote, nein, das ist natürlich nichts. Ja, hier habe ich jetzt erstmal so Gerüste reingesetzt, damit da keiner reinfällt. Sicherheit geht vor. Und Gerüste stehen ja auch für Sicherheit. Also hier haben wir kein Schwarzpulver mehr. Nee. Da ist noch eine Krone, aber das ist, glaube ich, eine alte, ne? Goldhelm. Naja, ist gar keine Krone, war nur ein Goldhelm. Meine Stacks gehen so langsam auch wieder zur Neige. Aber es geht noch. Gut, was machen wir jetzt? Zurück nach Valant erstmal. Aber ich glaube, wir müssen uns auch hier um den bunten Hund wieder so ein bisschen kümmern. Aber wir sind momentan ja noch in Valant unterwegs und deshalb geht es erstmal zurück nach Valant. Ja, ich glaube, der Logan ist auch gerade dabei, seine Villa einzurichten. Ah, da habe ich ja noch keine Freigabe von ihm, mir das anzugucken. Denn das ist schon ziemlich aufwendig. Ihr habt das Gebäude ja vorhin gesehen. Oh, guck mal, hier ist aber auch was passiert.
Hier hat sich aber jemand Zuckerrohr geholt. Ah, ich weiß wer. Der Elysion. Der Elysion. Hier ist noch ein großer Bauplatz frei. Da hatte ich neulich, hatte ich hier schon die Birken weggefällt. Und hier haben wir noch einen richtig relativ großen Bauplatz eigentlich. Hier haben wir einen relativ großen Bauplatz für ein schönes Gebäude. Hier könnte eigentlich könnte hier, weil wir haben ja hier, zeige ich euch. Wir haben ja hier, ist ja der Hafen sozusagen, ne? Hier ist der Hafen. Ihr seht da ja auch, hier ist der schöne Strand, der Hundestrand sozusagen vom Hundsgrab, da heißt ja der Ort, der große Strand von Nord am Ei. Und da hinten sieht man jetzt auch die Kuppel, so ganz im Nebel. Sehr, sehr schön. Oh, zwei, guck mal, die können nämlich jetzt auch schön die Leitern hochgehen, das machen sie auch. Und ich glaube, Tim hat da oben die Strandwache übernommen. Hat oben tatsächlich die Strandwache übernommen. Und man könnte jetzt hier im Hintergrund sozusagen hier so ein großes Atrium hinmachen. So ein, ich weiß, ITV-Studio muss auch weitergebaut werden. Man könnte jetzt hier so ein großes Atrium hinmachen, so eine große Halle für den Strand, ne? Also für die Kurbevölkerung beziehungsweise für die Strandbesucher, wenn mal so ein Regentag ist und sie am Strand sozusagen nichts machen können, dass man hier so eine große Halle hinmacht oder sowas. Da hätte ich auch nochmal Lust zu, so ein Atrium. Das könnte ja auch relativ lang sein, weil hier hinten ist das Grundstück vom Zordern. Da sind wir auch noch weit genug von entfernt. Und bis hierhin könnten wir theoretisch, weil da hier ist ja nur die Mühle. Und hier hätten wir eine relativ große Fläche, wo wir sowas hinbauen könnten. Wenn wir mal auf die Map gucken, seht ihr das ja auch, ne? Hier ist relativ viel Platz, um hier so ein schönes Atrium hinzumachen. So eine Versammlungshalle. Also so eine Mehrzweckhalle sozusagen für irgendwelche Vorführungen mit einer Bühne und sowas. So ähnlich wie die Freiluftbühne in Hundsgrab, die kleine. Könnte man hier noch so eine große Halle hinmachen, also einen großen Saal hinmachen für solche Sachen. Hätte ich, glaube ich, schon Interesse dran. Ich bin fast am Verhungern. Guckt euch das an. Durch das ganze Rumgerennen in dieser Folge bin ich fast am Verhungern. Erstmal werden wir uns natürlich noch ein bisschen um die Feuerwerkshalle gucken. Das heißt, ich werde mich mal auf die Suche nach Farbstoffen machen. Und dann kümmern wir uns um die Feuerwerkshalle. Wie schon gesagt, die nächsten Tage kann ich noch nicht genau sagen, wie oft da Folgen rauskommen. Das ist ganz den Umständen. Es liegt ganz an den Lebensumständen momentan und die sind sehr durcheinander. Aber Freunde, es geht auf jeden Fall weiter. In Valant, am Nord am Ei. Und ich freue mich, dass ihr mit mir treu bleibt dabei und hier mit mir weiter an der großen Stadt Hundsgrab baut und an Dreielbenland feilt sozusagen. Und ich sage jetzt, mit dem Blick würde ich ganz gerne eigentlich hier schließen auf die Feuerwerkskuppel, denn da geht's noch weiter, da müssen wir noch Versuche fahren mit den Feuerwerkskörpern und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.